Ja, Baumgartner, 4:0-Sieg gegen FC Dornbirn. Was war der Schlüssel zum Erfolg heute? Ja, auf alle Fälle, dass wir sehr fokussiert und aggressiv ans Werk gegangen sind, dass wir versucht haben, gleich Druck zu machen auf eine eher tiefstehende Fünferkette vom Gegner, das wir auch so erwartet haben und versucht haben, ein schnelles Tor zu schießen. 2:0-Führung in der Halbzeit, das war gut. Und wie vorhin schon gesagt, man kann im Fußball immer etwas besser machen. So auch wir anfangs der zweiten Hälfte, aber wir haben es dann cool nach Hause gespielt, noch einige Torchancen vorgefunden und glaube ich hochverdient 4:0 gewonnen. Jetzt ist noch ein Spiel vor der Winterpause, die Hinrunde ist allerdings abgeschlossen. Wie fällt die Hinrundenbilanz aus? Ja, ich denke, aus 15 Runden haben wir 11 Siege geschafft. Das ist, glaube ich, schon eine gute Bilanz. 8 Siege in Folge, einen neuen Rekord, also ein Asbach-Uralt-Rekord sozusagen, jetzt mache ich noch Werbung, der 25 Jahre andauerte oder fast 25 Jahre, den habt ihr jetzt sozusagen getoppt, überboten. Wie stolz macht einen das? Und 70 Punkte unter deiner Ära im Jahre 2019? Ja, die Statistik ist die eine Sache, die Tabellenführung wäre natürlich das Wichtigere, aber unser Ziel haben wir auf Augenhöhe und deswegen haben es die Jungs bis zum heutigen Tag sehr gut gemacht. Wir haben aber noch eine Woche, ein schweres Auswärtsspiel. Man hat gesehen, der Gegner kann auch was. Und ich denke, zu Hause haben die noch mehr Selbstvertrauen. Und da wollen wir natürlich noch einmal versuchen, alles reinzuhauen. Und wenn es geht, ein sehr, sehr gutes Ergebnis mit nach Hause zu nehmen. Mit der Erfolgsserie, ihr habt euch auch gefunden. Hat es doch eine gewisse Anlaufzeit gebraucht in der Saison? Ja klar, wir haben viele Spieler, die wir wechseln mussten, vor allem in der Offensive. Es sind einige weggegangen, einige neu dazugekommen. Es ist immer sehr viel Druck bei uns da, das ist ganz klar. Du musst Woche für Woche das Spiel gewinnen und deswegen ist es auch für die Spieler, die dazukommen, nicht einfach, das Ganze richtig gleich vom Startweg zu handeln. Aber wir haben mit den Jungs sehr gut gearbeitet und glaube ich, haben wir das gut gemacht. Sehr gut gearbeitet hat anscheinend im Training auch bei Standards Stefan Nutz. Das ist schon eine fußballerische Waffe, oder? Ja, auch er hat ein bisschen gebraucht, bis er reingekommen ist, bis er sich akklimatisiert hat. Und jetzt ist er der Spieler, den wir eigentlich von ihm haben wollen. Also das Spiel, was wir von ihm haben wollen, das bringt er jetzt Woche für Woche. Und er ist auf sehr gutem Weg und er kann sehr viel. Und jetzt ist er auch sehr laufstark. Und das hilft uns natürlich auch, auf die Siegerstraße zu kommen. Danke, Gerald Baumgartner. Weiter viel Erfolg. Ja, Thomas Reifelshammer, gratulieren zum Sieg. 4:0 gegen Dornbirn. Klares Ergebnis, aber so klar war es nicht immer im Spiel, oder? Nein, ich glaube, dass wir die zweite Halbzeit eine Phase dabei gehabt haben, wo der Gegner zwei, drei gute Möglichkeiten gehabt hat. Und natürlich hätte das Spiel noch mehr kippen oder spannend werden können, aber ich glaube, mit 3:0 war es dann erledigt für uns. Ihr habt am Anfang schwer reingefunden ins Spiel, allerdings scheint die Überzeugung nach dieser Siegesserie so groß zu sein, dass ihr wisst, der Zeitpunkt kommt. Ja, absolut. Ich glaube, die Geduld ist auch ein Faktor gegen solche Gegner, dass man die mitbringen muss. Und ich glaube, Dornbirn hat jetzt auch 8 Spiele nicht verloren und die haben erst 3 Spiele insgesamt verloren. Also das ist eine Mannschaft, die hat Qualität, ist eingespielt und das hat man natürlich auch heute gesehen. Die Hinrunde ist beendet, das ist natürlich nur ein Spiel, aber das ist dann schon zur Rückrunde. Nächste Woche ist Rückspiel gegen Dornbirn. Wie fällt die Bilanz aus zur Hinrunde? Ja, wir haben jetzt gegen jeden Gegner mal gespielt und man sieht einfach, dass gegen jeden Gegner nicht einfach ist. Muss man immer an die Leistungsgrenze gehen. Natürlich haben wir Qualität. Wenn wir die ausspielen, dann sind wir wahrscheinlich über viele Mannschaften zum Stellen, aber das muss das erst einmal am Platz bringen und das gelingt uns jetzt in den letzten Runden sehr gut. Jetzt habt ihr einen Uralt-Rekord getoppt, fast schon 25 Jahre her. Das damals 7 Spiele in Serie gewonnen, ihr habt es jetzt 8 geschafft. Für dich als Langzeitreeder, wie stolz macht dich das? Und 70 Punkte im Jahr 2019, im Kalenderjahr. Ja, ich glaube, wenn du so lange dabei bist, dann sollst du da mal irgendeinen Rekord aufstellen. Also das ist ein Zeitraum, da wahrscheinlich passiert sehr viel. Es zeigt uns einfach, dass wir am richtigen Weg sind. Also natürlich nehmen wir den Rekord gerne mit, aber wenn es am Ende der Saison mit dem Aufstieg nicht funktioniert, dann bringt uns das auch nichts. Also unser großes Ziel ist der Aufstieg und dann sind es noch sehr viele Schritte. Danke. Danke.